Es ist mal wieder so weit, und zwar kann man ja schon Liedchen fast drüber singen. Alle 2 Monate wieder findet in Famarama ein Zuchtquest-Event statt. Ja, ist eben auch dieses Mal wieder der Fall, wie das alles funktioniert dieses Mal. Denn ja, ist wieder eigentlich interessant aufgebaut hier. Das schauen wir uns in diesem Video an, zeige ich euch in diesem Video. Ja, und auch logischerweise benötigt man bei diesem Event Zuchttiere. Ja, und dieses Mal sind auch wieder 2 Tierarten rausgepickt worden, und zwar dieses Mal mit den Ziegen und den Truthähnen, die man also bei diesem Event benötigt. Das sind eben die beiden Zuchttiere, die man ja braucht, und es sieht auch dieses Mal wieder so aus, dass es davon eine Baby-Variante von denen gibt. Ja, züchten funktioniert ja ganz normal hier. Hier findet man ja die Zuchtbude. Man benötigt natürlich auch das dementsprechend das Level dafür, weil sonst kann man die auch noch nicht züchten hier. Logischerweise. Ja, und dann haut man die Zuchtbuden hier natürlich auf die Farm rauf mit 2 Superfutter, und dann kann es eben auch schon losgehen. Habt ihr vielleicht noch pinke Gelee vorher aktivieren und parfümen, dann dauert es bekanntlicherweise noch ein bisschen weniger. Dann wartet man nicht Stunden über Stunden, bis man so eine blöde Zuchtbude fertig ist. Ja, auf jeden Fall gibt es da dann aus den beiden hier, sowohl aus den Ziegen und eben auch aus den Truthähnen, wie gesagt, zu 100%, also das ist bei jeder Zucht fix mit dabei. Natürlich muss man dementsprechend auch das jeweilige Zuchttier züchten. Also wenn man jetzt mit Schafe züchtet, wird man es nicht kriegen, aber wenn man mit Ziegen züchtet, hat man es zu 100% dabei. Nämlich das hier, die Baby-Variante, die Zicklein. Keine Zicke, ein Zicklein. Ja, und bei den Truthähnen ist das eben auch so der Fall. Es ist egal, ob man jetzt mit 4 normalen züchtet oder mit 4 gefleckten oder was auch immer. Also das ist immer mit dabei. Hauptsache man züchtet mit Truthähnen und mit Ziegen. Ja, bei den Truthähnen, hier haben wir dann die Mini-Variante, und zwar ist es die Babypute. Ja, daneben kriegt man natürlich auch dann noch das die normale Ausbeute sozusagen, was es dann eben auch noch gibt. Die gibt es natürlich auch noch mit dabei. Und ja, sonst noch kleiner Tipp am Rande, wenn ihr das Video seht, vielleicht ist es schon, vielleicht aber noch nicht, und zwar der Baby Boom Day. Findet auch wieder statt an diesem Wochenende, da hat man dann noch eine größere Chance auf bessere Zuchttierausbeuten. Von daher würde ich da noch ein bisschen warten, bis diese dann auch beginnt, beziehungsweise auch Superfutter-Sparaktion findet wieder statt. Heißt also, Superfutter kann man etwas verbilligt kaufen. Ja, das sind eben so die einen Sachen, die man benötigt bei diesem Event. Es werden auch noch ein paar, ja, kleinere Zuchttierarten von den beiden benötigt. Also bei den Truthähnen haben wir dann noch Haustruthahn. Beispielsweise hier, da benötigen aber keine hohen, keine roten oder pinken Upgrades oder sonst irgendwas. Und ja, dann gibt es aber noch etwas sehr, sehr Interessantes, was man benötigt bei diesem Event. Es gibt nämlich ein Mühlenprodukt. Ja, das schauen wir uns vielleicht ganz kurz mal an. Ab in die Mühle. Dieses gibt es alle übrigens auch dieses Mal wieder für die Farm und auch bei Hamarama Mühle, je nachdem, also, wo man das herstellen möchte. Oder wo man gerade, ja, wo die Mühle gerade frei ist, sozusagen. Und zwar ist es eben das Hammerspiel. Ja, und pro Hammerspiel benötigt man eine Farbpalette. Also ist eben auch das Erzeugnis vom Truthahn. Davon habe ich nicht unbedingt viel, was ich gerade gemerkt habe hier. Und 4 Kork. Korks, wenn die Mehrzahl von Kork Korken. Allerdings sind es eben nicht so die Korken, wie man vielleicht meinen könnte. Könnten von irgendwelchen Sektflaschen oder so die Korken. Nein, es ist eine Baumfrucht. Ja, klingt vielleicht etwas absurd, ist aber so. Und ja, wo kriegt man den Baum überhaupt her? Ist natürlich die nächste gute Frage. Die kriegt man aus der Quest. Nämlich nur aus der Quest, und zwar die Korkeiche. Aber wo kriegt man die? Suchen wir. Hier ist sie in Aufgabe 2. Kann man diese, ja, einige davon kriegen, und ich glaube, ja, hier gibt es auch noch welche in XL-Format sogar. Und in Stufe 4 sind aber dann keine mehr dabei. Also die kriegt man nur aus dem Event hier. Hier sind sogar XXL-Varianten davon von den Korkeichen. Nicht zu verwechseln übrigens mit der Standard-Eiche, die es eben hier in der Baumschule im Shopping-Center zu kaufen gibt. Also hier, das ist eben die, ja, den Baum, den wir ja schon längeren kennen hier, die Eiche hier und eben neu die Korkeiche, die gibt es eben aber nur beim Event zu spielen. Und ab eben benötigt man die Baumfrucht, und das sind eben die Korks. Ja, irgendwie so eine Art. Und pro Einheit, glaube ich, dauert es 16 Minuten, bei mir ein bisschen weniger, weil ich das die Rune vom Baum der Weisheit habe.
da eben ein bisschen weniger, vielleicht wenn ihr Mühlenabo habt. Da oder ist es noch weniger. Es gibt auch übrigens wieder, wer denn möchte, kann auch da zuschlagen. Und zwar eine Wettkoop. Nämlich Farbenwirbelkoop. Beinhaltet ein paar Hammer-Spiele. Das klingt geil. Ein paar hammergeile Spiele hier. Ist ja das Mühlenprodukt. Parfüm, Superfutter und Korkeichen, aber. Ja, ich würde es nicht unbedingt kaufen. Wer das tun kann, kann das natürlich gerne machen. Kostet 100 Tulpgulden. Oh, ein bisschen was hier. Ja, sonst, was benötigt man insgesamt fürs Event? Ist natürlich die gute Frage. Um das Event komplett zu schaffen, würde man 30 Haustruthähne, 63 Babyputen, 12 Ziegenmilch, 38 gefleckte Ziegen, einige Kartoffeln, jetzt 2640 Reitstunden, das ist natürlich schon auch einiges. Dann 56 von den Zicklein, 105 Hammerspiel und noch ein paar weitere kleine Nebenprodukte und 108 Kork benötigen fürs Event und 29 Farbpaletten hier und 16 schwarze Ziegen und 16 Farntrottern und 65 Kirschen. So, jetzt habe ich, glaube ich, ja alles durch hier. Ja, noch ein kleiner Tipp am Rande: Wenn ihr dann vielleicht auch noch mal Susi Superdinger überhaupt, dann unbedingt auch auf die Korkeichen. Ach, Mann, liebe ich den Namen hier, Korkeichen, geil. Ja, raufklatschen, dann gibt es eben dementsprechend noch ein paar, ja, Baumfrüchte mehr, beziehungsweise vielleicht auch Susi Superdinger, dauert es weniger, der Baum. Ja, der bleibt, glaube ich, sogar nach dem Event weiterhin im Spiel, wie es aussieht, wenn ich nicht irre. Ja, auf jeden Fall, was gibt es denn so zu spielen? Lohnt sich überhaupt das Event mitzumachen? Es gibt ein paar Stücke Nebengewinne auch, es gibt Karottenapfelschatten, es gibt Erntehelferkobor, ein paar IP und Superfutter auch ein bisschen was zurück. Hier gibt es aber das spezielle Sticker. Das ist noch nicht so der Wahnsinn hier, aber es gibt auch ein Item und das ist schon eine gute Sache. Weil es bei den Suchquest-Events eigentlich in letzter Zeit, ja, eigentlich gar kein Item gab, wirklich. Und diesmal gibt es eins, das ist also eine coole Sache. Bringt 888 Erfahrungspunkte auf eine Zweifeld alle 10 Stunden. Ja, dazu auch gibt es eine Wunderwagenreihe. Diese ist frei zu besetzen, wie es aussieht. Und diese bringt alle 8 Stunden und 2400 EP für die Farm und Bahamrama. Also, ja, da würde ich schon sagen, also ich mache das Event auf jeden Fall mit. Lohnt es sich. Würde ich schon sagen, man muss ja nicht alles machen. Schlussendlich, also ich mache es auf jeden Fall mit und jetzt lese ich sie auch nochmal praktischerweise hier. Wird die Baumfrucht nach dem Event am Markt handelbar sein? Die Baumfrucht soll auch am Markt handelbar sein. Wann es allerdings ist, das ist noch nicht fix. Also die Korkeiche, die herrliche Korkeiche bleibt auch im Spiel. Sehr gut. Ja, damit wäre alles auch zum Event gesagt hier. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann ab in die Comments damit. Ansonsten wünsche ich euch viel Glück, viel Spaß beim Baby Boom Day. Vielleicht habe ich dann morgen dann auch noch ein Video dazu aus, weil ich eben das Event auch mitmache und ein bisschen Superfutter immerhin, ein bisschen was dürfte sich ausgehen, angesammelt habe. In dem Sinne, euch ein schönes Wochenende natürlich auch. Haben wir ja auch einen Traum und bis zum nächsten Mal. Ciao.